Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Hallöchen. Wir sind wieder mit Jasmin hier. Und wir haben gute Nachrichten. Es geht endlich los. Wir haben den Zement... Verdammt, geh hier hoch. Wir haben den Zementmischer hier stehen. Und wir haben auch schon ein wenig Beton. Das heißt, wir können endlich anfangen, an unserer Zauberbasis zu bauen. Die ich als Blutmondbasis auserkoren werde. Ich wäre ein Blutmondbasis. Hallo. So. Das heißt, wir können jetzt erstmal hier unten alles aufwerten. Die untersten Reihen mit, weil die werden betoniert, denn wir brauchen ja noch einen Fußboden. Hier muss noch zugemacht werden, aber dafür muss das Loch auch zu. Weiß nicht, ob wir da von der anderen Seite noch reinkommen. Irgendwie die Grafik schon wieder ein bisschen verändert hier. Irgendwie sieht das bei mir so anders aus. Eigentlich heller nicht. Im Inventar hier. Finde ich, sieht das irgendwie heller aus gerade. Nee, eigentlich? Echt? Nö. Ach so, ja. Jasmin. Hi. Willst du mein Freund sein? Oh ja, sie ist meine Freundin. Ich würde so gern dein Freund sein. So, ich brauche nochmal einen Lehmboden. Ich will mal ein bisschen das Loch schon mal zumachen, soweit wie ich komme. Das ist meine Ausdauer direkt wieder weg. Oh. Strapazen über Strapazen, Jasmin. Oh Gott. Ah, wäre nicht so schlimm, da ist noch ein Block. Sollte erstmal reichen, ne? Jetzt haben wir von jedem Klimbims was dabei. So, Holz. Jetzt haben wir von jedem Klimbims was dabei. Mein Name ist Patrick und ich bin dumm. So. Dann wäre das jetzt auch geklärt. Wussten sowieso schon alle. So. Cool, den Hammer habe ich. Dann machen wir erstmal Erde. 10 Block erstmal, ne? So, und dann fangen wir hier hinten einmal an auf Kloverten. Genau. Oh. Jasmin, du glaubst es nicht. Das ist zementiert. Wie viel geht denn da drauf? Immer 10, ne? Ja. Boah, das ist ja der Wahnsinn. Oder wie Carmen sagen würde, das ist ja der Burner. Robert! Hast du schon von dem Burner gehört? Sagen, da will er nicht aufwerten. So, einmal die unterste Reihe durch. Einmal hier. Ist das gerade? Ja. Das ist der richtige. So, dann können wir hier einmal verbinden. Oh. Jasmin, das ist der Wahnsinn. Ja. Ich mache Fortschritte, das sieht so gut aus im Beton. Es geht doch nichts über 2 Meter dicke Betonwände. Geil. Oh, das finde ich gut. Das freut mir. So, erstmal das, was essentiell ist. Wichtig ist... Geil, ha. Ich hab mal direkt meinen Fusch beseitigt. Ich meine, Fusch kommt ja bei mir nicht vor. Ich hab
Ausbesserungsarbeiten in meiner Testphase gemacht. Ich pushe gerne mal rum, ne? Also kann bitte das was? Schon war das jetzt ein Hund hier? Nee, das war der Betonmischer. Irgendwas hat doch hier gerade. Die Aussage ist ja in Dreistigkeit nicht zu überbieten, Jasmin. Du hast keinerlei Beweise. So. Da draußen. Ich dachte gerade, hier wäre ein Hund, aber es war ein Auto draußen. Ja, da kann man mal verwechseln, ne? Ja, dieses Gebrumme. Ja. Das war so ein lauteres Auto. Hinten am Garten, da ist vorhin auch so ein Jack Russell vorbeigelaufen. So. Ach, Patrick, ey. Halt doch einfach die Gusch. Naja, und große Hunde, so Schäferhunde, Rottweiler und so, die klingen mehr so nach LKW, ne? Die haben schon ordentlich Leistung in den Beinen. Das nennt man auch Hundestärken. Ah. Junge, so. Junge, Junge, da kommt wieder Müll raus bei dir, doch. Oh, Jasmin, mein Beton ist alle. Das ging jetzt erstaunlich schnell. Wieso kann ich da keine Erde platzieren? Weil die Blöcke nicht richtig kaputt gemacht haben. Gell? Ah. Okay, der war's nicht. Der vielleicht? Aha. Okay, ich werde mehr Erde brauchen. Mehr Erde? Ja, aus dem Pazifik. Ich rufe mal bei der Unterwasser-Karottenfarm an, ob die noch ein bisschen Erde über haben. Jo, nice. Ist Besuch für dich. Oh, die ist schon in die Falle gelaufen. Wo ist sie denn? Wieso kann ich denn hier trotzdem keine Erde schmeißen? Wo ist sie denn? Ach, wow. Ach, bin ich dumm. Okay, er antwortet mir einfach mal überhaupt. Ich sehe sie nicht. Ich weiß nicht. Ich bin im Tunnel. Im Elbtunnel. Hä? Wo ist sie denn reingelaufen jetzt? In welche Falle? Ich denke mal in die Spikes. Also es hat sich so angehört. Ja. Danke, Patrick. Gerne. In welche? Es ging mir... Wo? Da liegt sie. Die Holzbikes auf dem Boden. Na, Patrick, halt einfach ein Zappel. Ey, wenn ich nach... Also nach deiner Meinung habe ich jetzt echt nicht gefragt. Ich helfe immer wieder gern, Jasmin. Immer wieder gern. Nee, lass es einfach. Okay. Bitte. Bist du trotzdem noch mein Freund? Nein. Ja, ihr habt's gehört. Also, falls ihr einen Freund sucht. Ah, nee, Quatsch. Hier kommt ja Stein hin. Patrick ist für alles offen. Was hast du gesagt? Nix. Ich hab mein Mikro gerade weggemacht. Damit ich nicht die Leute ständig vorlufe hier. Ja, und immer schön in die Ellenbeuge, ne? Ich huste die ganze Zeit in dein Kissen rein. Dachte, deswegen, macht man so. Daher meine Bindehautentzündung. Ich habe mich schon gewundert. Ja, so langsam eine Bindehautentzündung ist aber froh, dass nicht irgendwas anderes hast. Ja, nicht irgendwas Schlimmes wie Schnupfen oder so. Männergrippe. Hast du schon mal eine Männergrippe durchlebt und überlebt? Ich habe schon viel Schlimmeres überlebt. Ach komm, bitte. Was ist denn das Schlimmste, was du hier hattest? Soll ich jetzt echt mal sagen, was das Schlimmste war? Ja, hau mal raus. Was war so das schlimmste Krankheitserlebnis, was du hattest? Nierensteine. Ja. Ich hatte mal eine Magenschleimhautentzündung. Oh, hoi, jetzt geht. Also wenn du wissen willst, was Schmerzen sind, ne? Ach komm, hör auf. Das steckt man mit dem kleinen Finger weg. Mit dem kleinen... Morphiumabhängig wäre ich fast geworden. Ja, du bist... was wollte ich denn hier? Ach ja. Kommt doch schon wieder ein Zombie, oder? Ja. Oder habe ich mich verhört? Kommt hier wieder vorne eine? Oder? Nee, einen habe ich auch gehört. Oh, lass doch mal meine Balken, Holzdings da in Ruhe. Und wo ist der jetzt reingelaufen? Was liegt denn da?
Da liegt der. Guck mal, das sieht aus, ey. Warte, 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 ich bin gleich da. Das sind die, dieser abgerissene ist das. Das sieht voll eklig aus, was da rumliegt. So ein Kriecher? Mhm. Der abgerissene. Die Zahnpastatube. Ja. Da. Ah, hier. Die Gedär. Oh, ist jetzt weg. Ist er hast weg. Hast du es noch gesehen? Ja, ja. Die Zahnpastatube. So. Ganz sinnvoll wäre, es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn wir hier hinten erstmal dicht machen. Ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass da wieder aufgebuddelt wird, ne? Dann brauchen wir noch das und hier und... oder hier. Und dann da so... oh ne, da habe ich eine andere Idee. Eine bessere Idee. So, Klotz, Klotz, Klotz. Klotz. Holz, Holz, Holz. Stein, 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 Stein. Beton. Hammer. Da ist jetzt nicht so essentiell erstmal, weil da kommt ja noch eine Treppe. Nee. Hier gar nicht. Hier kommt ja Blei zu. Stimmt, da wollte ich ja vielleicht noch weiter rausgehen. Hast gelesen, morgen wird das Schwimmbad aufgemacht. Ja, 10 Uhr. Die haben das Becken haben sie neu gemacht. Das Schwimmerbecken. Hm, weiß ich. Du wirst schon richtig voll sein da morgen, ey. Ja. Dafür sind die anderen Bäder jetzt wieder leerer. Nee, das glaube ich nicht. Ohne meine Ortschaft zu nennen, aber bei deinem Papa zum Beispiel, das Bad. Nee, das wird trotzdem, glaube ich, bleiben. Meinst du da, ey, das war ja so überfüllt. Da konntest du dir am Wasser noch einen Standplatz sichern, wenn du früh genug da warst. Ja, aber ist einfach zu schön. Um wahr zu sein. Ich meine, halt, ja, die Leute gehen halt dann da hin. Es ist halt das beste Freibad hier in der ganzen Gegend, ne? Ja, ja, Patrick. Da sagst du was. So, ich brauche mal ein paar Baublöcke. Oh, endlich kann ich mal nachts bauen hier. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier heute machen soll. Ist es Nacht? Bauen. Ja, richtig. Nee, was denn? Ich habe nichts zum Bauen und muss auch nichts bauen gerade. Du könntest schon mal Stein und so holen. Von wo denn? Ja, von meiner Mine da vorne, vorm Haus. Ja, ich gehe jetzt raus, oder was? Gewiss nicht. Gewiss. Nicht. Man reiche mir mein Monokel und mein Gehstock. Ja, wo ist der eigentlich? Mein Gehstock? Ja. Den musste ich Martin ausleihen, weil der hat jetzt Urlaub. Mhm. Und der wollte einmal zur High Society gehören. Einmal in seinem Leben. Ich habe ihm auch meinen Goldzahn ausgeliehen. Ey, gönnt euch, ey. Ja, lecker. Ja. Wuhu, Herr Nachbar. Juhu. Hast du Besuch? Ich mein dich. Oh. Wo bist denn der? Ganz links gehe ich von aus. Ja. Juhu. Juhu. Guck, ob der Baum schon Früchte trägt. Wolltest du Eicheln kochen? Mm. Oh, so eine schöne Eichelsuppe. Eichensuppe. Ja, kannst du kriegen, Eicheln. Eichelsuppe. Das hört sich falsch an. Also. Was denn?
Eichelsuppe. Das hört sich so falsch an. Also auch wenn du das, wenn du, auch wenn du was anderes meinst, ja. Aber der erste Gedanke ist dann doch wieder was anderes. Jasmin, du bist ein Schwein. Du bist ein Schwein. Dein negativer Einfluss auf mich bringt Doppeldeutigkeit in meiner Wortwahl zu geben. Ach. Warte mal, so. So. Ich will hier was Futter anmachen. Nicht, nicht. Ein Penner-Eintopf? Irgendwie sowas. Achso. Na, was kannst du denn kochen, oder was von dem, was du kochen kannst, bringt am meisten Nahrung und Trinken? Ich hab Steak und Kartoffeln. Ja, du hast ja immer die Anzeige, wie viel Nahrung und Trinken das bringt. Was bringt denn am meisten? Wo denn? Keine Ahnung, mir zeigt er das nicht. Rechts eigentlich, wenn du es anklickst. Auf der, rechten. Mal für einen König steht hier. Darauf habe ich so lange gewartet. Ja, das gibt es. Ich muss ja den Zugang zur Basis machen, bevor ich die Treppen hier rausmache, ne? Das heißt, wir brauchen nochmal eine Behilfstreppe aus Rahmenformen. Damit wir hier später auch wieder rausklettern können, wenn der Erdhaufen weg ist. Ah, siehst du, da brauche ich noch mehr Wasser für. Okay, dann mache ich erstmal die anderen Sachen. Wie weit ich nach hier komme, sehe ich erst, wenn ich das habe, ne? Ja. Ah, da müssen wir uns noch einen Moment gedulden. Oh. Das ist ja jetzt traurig. Ich habe keinen Beton mehr. Ich brauche Zement. Und Stein. Und Holz könnten wir auch mal wieder sammeln. Wieso haben wir eigentlich so wenig Holz? Halt für voll viel Wasser. Ja, Wasser ist halt ärgerlich, weil diese Tausammler extrem langsam arbeiten. Ja. Weiß nicht, ob man die noch frisieren kann irgendwie. Nee, du kannst sie ja nicht modifizieren, ne? Keine Ahnung. Eine größere Folienmod reinsetzen. Nee, okay, glaube ich nicht. Oh, dann werden wir den Klimbims einmal auf. Halt echt gut, dass man diese Gläser nicht mehr hat zum Abkochen. Ja. Ja. Es war wirklich angenehm. Also ich vermisse die auch. Vermisse einiges. Denn Trinken war halt kein Problem zur damaligen Zeit. Damals. Weißt du noch damals? Ich weiß noch damals in meiner Jugend. Da haben wir noch Gläser gehabt, die wir befüllen konnten. Heute gibt's nur noch Gläser, die mit Wasser zusammenstehen. Verstehe, was zusammen. Es ist halt auch ein bisschen komisch, ne? Ich meine, du trinkst ja prinzipiell das Glas hier mit. Ja, es ist. Also das fand ich halt mit eins der logischsten Sachen mit. So, wenn du ausgetrunken hast, kannst du das Glas wieder nehmen zum Abkochen. Ja, genau. Und das ist ja in Wirklichkeit, wenn du sowas hast, machst du es ja in Wirklichkeit ja dann auch. Ich sag mal, okay, dass du jetzt vielleicht kein Glaser bist und zu inkompetent, um Gläser aus Sand herzustellen in eine Schmelze oder so, das ist ja die eine Sache, ne? Aber ich weiß nicht, dass du die Gläser halt direkt mittrinkst. Ich esse ja auch nicht hier, mach mir auch nicht Komplex und esse erstmal die Schale. Doch. In der Regel schon, aber da bin ich sowieso ein bisschen verrückt und werde zum Tier.
Gott, ich bin. Ja. Unten habe ich beide Seiten Beton. So. Dann hier einmal ein bisschen auffrischen. Und da. Oh, gleich mal zum Schmelzofen gucken. Mal schauen, ob mein Zement schon fertig ist. Adventure Map. Oh. So langsam kommt doch eine Form rein. Ich glaube, ich habe es mit dem Gang übertrieben. Der hätte auch ein bisschen schmaler sein können, wa? Naja. Wir werden sehen, ne? Können wir schon wieder? Oh, ja. Schicki. Pikachu. So. Kann der mir nochmal 310 mixen? Wir hatten bis dato, haben wir jetzt nur den einen Betonmischer, ne? Ja. Aber ich sollte noch einen bauen, richtig? Ja, hast du doch schon. Wir haben zwei. du hast doch letztes Mal angefangen. Aber habe ich nicht nur eine Schmiede ge... Achso, ja, stimmt. Oh Gott. Ja, Jasmin, du hast so recht. Du bist so weise. Ich nenne dich jetzt nur noch Jasmin die Weise. So, Jasmin die Weise. Wo möchtest du denn den Betonmischer hinhaben? Auch oben, wenn es... Ja, nee, kannst du hier unten hinstellen. Hier rechts neben Blume und hier Dingsbums da. Bist du sicher? Weil oben ist ja auch die Schmiede. Wegen Zement herstellen, dann hast du alles beisammen. Ja, mach. Okay. Schnell hin. Okay. Aber nur, weil du das unbedingt wolltest. Ich muss aber dazu sagen, das hast du, finde ich, sehr gut durchdacht. Ach komm. Darf ich es direkt neben die Schmiede stellen? Halt doch einfach einen Schappel, ey. Mach doch. Ja, da muss man dir ja mal Lob zusprechen, ne? Kann ich hier einfach einen Sappel halten? Das wäre schön. So, Ruhe, weißt du? Jasmin, bitte. Ja, das... Ich weiß nicht, wer es ist. Das ist viel verlangt, aber. Zum einen das und wäre das nicht sehr still? Ja, wäre sehr schön, ja. Nee, still, nicht, nicht schön. Nicht schön, ja. Das verletzt meine Gefühle, wenn du meine engelsgleiche Stimme so abwertend behandelst. Hast du eigentlich SpongeBob seinen Geburtstag gefeiert? Hab ich. Martin Warum und ich haben's... Dem... Oh, ihr seid ja auch doof. Was soll ich da noch zu sagen? Ihr feiert alles, weil ihr einfach nur dumm seid. Ja, dumm und stolz. Nee, stolz nicht. Dumm. Ich bin 90... Ihr heult ja auch rum, weil ihr euch länger nichts seht. Ja, wir sehen uns 5 Wochen nicht. Aber vielleicht treffen wir uns online. Ja, wow. Ja, wir sind aber nur 90% dumm und 10% sind wir aber schon stolz.
Da muss man schon mal. Doch, doch. 10% Stolz haben wir. So, das kann ich jetzt ja in Stein schon mal machen. In Stein gemeißelt. Der Beton muss erstmal. Beton. Der Beton muss erstmal produziert werden. Angst, ey. Keine Lust auf einen Zombie. Also bis jetzt war richtig ruhig. Ich hatte nur eine Schlange hier. Und dich halt an der Backe, aber. Okay. Was ist jetzt hier ein von SpongeBob sein Geburtstag, du Mann. Oh, dein Husten macht dich fertig, oder? Ja. Kannst ja nicht mal lachen. Nee, ich kann gar nicht. Ich kann nicht atmen, ich kann nicht lachen, ich kann nicht reden. Oh, oh, psst, psst. Oh nein. Was denn? Ich glaube, ich habe eine Schreierin gehört. Und hier waren eben laufende Steps. Jo! Jo! Alter! Du hast gerade so rumgekreischt, dass dein Ton abgekackt ist. Ja, deine Tochter ist auch gerade wach geworden. Herrlich. Bleib hier, du Miststück. Boah, ich treff sie nicht. Du machst das schon, ne? Ich halte dir von hier hinten den Rücken frei. Die hat schon geschrien, oder? Ich hab... Jo! Jo, hat sie. Echt jetzt? Oh, kacke. Komm ich noch nach Hause? Weiß ich nicht. Scheiße. Und ich habe nur Pfeile hier. Ich habe keine Ausdauer. Oh, den habe ich mit einem weggeschossen. Okay, Jasmin, ich helfe dir. Vorsicht, die sind alle hier vorne fast, ne? Ja, ich bin schon da. Aber diesmal kommen die dahin, wo man ist, glaube ich. Die kommen immer dahin, wo man ist, eigentlich. Nee. Noch eine Schreierin. Ach du Kacke. Ja, lauft mal alle da rein. Ich habe da schöne Fallen hingebaut. Aha. Da habe ich nämlich Löcher gemacht, weißt du? Tiefe Löcher? Ja. Na, ich habe die Böden ein bisschen, dass wenn die versuchen hochzugehen, dass sie in die Löcher wieder runterfallen. In das. Scheiße, wo ist die denn? Hier vorne. Wo? Bei dir? Nee, hier an der... sie spielt Säule. Triffst du sie nicht oder warum schreit die ganze Zeit? Nee, ich hab sie nicht gut getroffen. Also nein, du hast sie nicht getroffen. Wieso waren der eine vorhin tot und die anderen... die... kriege ich nicht weg hier. Komm her, Big Mama. Okay, geh weg, Big Mama. Ja, genau, lauf mal rein da. Jawohl, mein Plan ist aufgegangen. Er ist runtergefallen. Aber was passiert denn, wenn die runterfallen? Sind die im Keller unten, dann müssen die wieder hochlaufen. Und dann kommen die nicht nach oben. Die Treppe ist auch heile, ja? Weil sonst buddeln die sich zu uns durch. Ja, die Treppe ist heile. Okay. Eigentlich. Eigentlich. Haben sie schon im vorletzten Blutmond kaputtgeschlagen, weißt du? Seitdem sitzt da keine schon Ahnung. Einer und versucht sich durchzubuddeln. Ja, kann sein. Aber wenn die das Haus selber gleich Schrott machen. Okay. Da haben wir doch schon fast geschafft. Geil ist ja, dass sie immer da drüben gehen, in der Hoffnung, der dass hat sie hier rüberkommen. Bauchnabelpiercing. Irgendwo ist noch einer. Im Haus. Im Haus? Ich wollte mal eben gucken, ob die hier jetzt rangegangen sind? Nö. Ja doch, nö. Ja gut. Oben im Haus.
oben? Ja, hier ist ein Holzfäller. Weit kann der aber nicht kommen, weil ich da Löcher gemacht habe. Eieiei. Der war schon oben. Ich hänge hier fest. Ah. Da unten ist er doch. Ja, jetzt. Hey. Oh Gott. Oh. Puh, ich hatte keine Ausdauer mehr. Was habe ich denn mit meiner Ausdauer, sag mal? Aber da ist noch irgendwo einer. Da ist noch einer, ne? Ja. Scheiße, mein Bogen ist Schrott. Der ist da. Ja, es sind zwei. Aber das ist gut, mein Plan ist aufgegangen. Die müssen dann immer wieder von vorne los. Dann können die nicht mehr von oben hier ranspringen, weißt du? Die fallen dann immer einen weiter runter und dann müssen sie wieder neu hochgehen. Weißt du, wie ich meine? Ja, die Treppe ist ja auch heile. Also die, ja. kommen ja dann wirklich wieder hoch. Ja. Clever gemacht, Jasmin. Clever gemacht. Ja, ich weiß. So kann man den Ansturm etwas minimieren. Ja, so kommen die auch nicht von oben, weißt du? Und so fallen die immer wieder runter. Nee, jetzt bin muss ich rausgegangen und die Schreierin kam. Jetzt bleibe ich aber hier in meinem Haus. Das muss ich dir schon lassen. Das war schon teilweise durchdacht, ne? Also nicht teilweise, es war durchdacht. Ja, du bist gar nicht mal so doof, wie du aussiehst. Perfekt. Ich komm gleich runter. Oh, ich werde schon wieder frech, kann das sein? Dezent. Schande über mich, Jasmin. Schande über mich. Ja. Soll mal meine über Steinpfeile mein wieder einsammeln? Ich habe auch noch welche. Nehmen wir diesen komischen Klotz hier einmal weg. Die kann auch sippeln hier, ey. Ah, ich hab Hunger. Anstrengend. So, jetzt ist die Frage natürlich, wie hoch komme ich eigentlich? Also welche Höhe wäre optimal? Müsste ich erst die Wand hochziehen, ne? So. So herrlich mit der Schaufel, ne? Ne? Zweimal reinstechen und du hast die Erde weg. Welche Stufe hast du denn? Stufe 6 mit einer Mod. Ich auch. Ich werde vor den Zug schmeißen hier, ey. Fährt der hier irgendwo so eine Ecke. Was? Ich hab gesagt, ich gehe gleich vor den Zug schmeißen. Wieso? Fährt der hier eine. Weil ich hab keinen Bock mehr auf diesen. Ach so, du bist jetzt beim Husten. So. Ja, die nehmen wir mal weg, bevor sie wieder runterfallen. Weil das Reh haut ab. Und da komme ich nicht ran. Ja gut, dann müssen wir den gleich wegnehmen. Du bist durstig. Der Typ ist ein Fraktor. Was hat der denn nur mit seiner Ausdauer und seinem Essen und Trinken? Ich bin noch nicht mal infiziert. So. Ein komisches Geräusch. Ich höre nichts. Hört sich das voll komisch gerade an. Zementmischer? Nee, ich bin ja nicht drin. Achso. Das wird mir ein bisschen zu gruselig gerade hier. Boah, ich habe schon zwei Level gemacht hier in der Folge, du.
Eins beim Aufwerten, eins beim Schaufeln. Komischer Sound. Okay. Das ist bestimmt so wie, hier schreit ein Baby. Ah, sehr lustig. Nein. Jasmin, stell dir vor. Oh, warte, stell dir noch nicht vor. Aber gleich. Ich habe mit dem nächsten Spatenstich das ganze Loch doch mit der Schaufel gemacht. Ups. So. Und? Ich wollte doch eigentlich auf dem Erdbohrer warten, aber das ist mir ein bisschen zu aufwendig. So. Den können wir auch noch aufwerten und... Dann brauchen wir hier einen Boden schon mal und dann da oben die Wand und... Dann gehen wir mal so ein Stück für Stück. Ja, Jasmin. So, was haben wir denn zu speisen? Oh, Schamsuppe hast du gemacht? Ich hab viel versucht, aber ich brauche für vieles Wasser. Das ist das Problem, sonst hätte ich schon die ganzen Kisten voll gemacht. Schamsuppe ist geil. Gut, trinken haben wir jetzt nicht so. Ja, deswegen ich kann ja draußen. Ja, ich hole mir gleich aus der Pfütze. Oder oben. Du hast ja oben auch eine Pfütze. Ja, aber da kannst du, ich meine wegen Kochen. Man kann sich das nicht abfüllen. Das meine ich. Weißt du, was ich meine? Ja. Du kannst zwar trinken, aber wir haben keine Gläser für Wasser oder... So, und für unterwegs nimmst du dir ja Wasser mit oder Tee. Wenn wir looten gehen, so, dann ist das auch wieder weg. Ja, das ist halt der Nachteil, ne? Du kommst mit dem Wasser... Doof. Also, ja, das finde ich doof. Ja, du kommst gemacht. Mit dem Wasser kaum nach, eigentlich. Ja, deswegen sage ich, das finde ich doof gemacht. Du willst ja hier auch nicht 10 V-Sammler hinstellen. Nö. Nö. Nö, was... Das sehe ich ja gar nicht ein, auf gar keinen Fall. Überhaupt nicht. Ah, never Gott, ever, das, Mr. Clever. Weiß echt nichts anzufangen mit mir hier gerade, ey. Ich wollte eigentlich Zement machen wegen diese Steine da, ne? Bin ich jetzt doof hier oder was? Keine Antwort. Nee, ich wollte mich dazu nicht äußern. Ja, dein Glück. Das hätte ich, ne? Und so. Wie mache ich denn das? Beton meine ich natürlich. Beton? Was brauche ich denn da für Zement? Ein, also... Zement machst du aus Stein. Stein musst du vorher in eine, im Schmelzofen da einschmelzen. Wir haben doch Zement. Ja, aber nur 500. Ich brauche ja nur für hier. Ich brauche ja nur für die Steine hier vorne. Da, wo die so kaputt gemacht haben, die sagt ihr immer dazu Damage, Navy, ja, ja. Damage. Damage. So, was habe ich jetzt noch hier? Fleisch. Und Vitamine. Ich glaube, Tina kocht drüben, ey. Wie lecker hier. So. Ich habe wieder ein bisschen Beton. Dann müsste ich aber, um die Wand hier hochzuziehen, hier schon mal eine Reihe... Nee, muss ich nicht, weil ich komme ja auch von hier ran. Mache ich die Holzblöcke oder so? Nee, die Holzblöcke mache ich mal kaputt.
Nee, da wäre ich ja eigentlich... Nö, ist egal. Naja, was fertig, das fertig. So, das muss ja auch noch Stein, aber das darf noch nicht Stein. Muss Stein oder muss nicht Stein? Das ist hier die Frage. Gut. Ich möchte auch später mit den Rahmenformen noch, also nicht nur viereckig bauen. Ich würde auch gerne noch ein bisschen was Spezielles bauen. Ah, ich habe dir gerade nicht zugehört. Ja, nee, alles gut, alles gut. Die beiden Steine mache ich auch noch aus Zement hier. Beton, ach, weiß ich, was dich hier gerade. Das wäre ja tatsächlich gar nicht mal so clever, wenn wir hier rüber gehen würden. Das heißt, ich müsste den, um den gleichen nochmal verbreitern. Verbreitern. Mhm. Ich muss 1, 2. Wenn ich das 3 mache. Die ganze Wand angekratzt, ey. Wenn wir 3 machen, haben wir einen Zweiergang. Zweiergang. Also machen wir 4? Oder ist das zu viel? Guck mal, hier haben wir doch ein perfektes Beispiel. Aber das sieht gut aus. Also 1, 2, 3, 4, ne? Okay, und dann sind wir. Einen haben wir. Soll ich hier trotzdem diese Baublöcke vormachen und dann aus Zement? Dass die sich dann nicht wieder durchbollern? Was? Du willst da, jetzt. Da, wo die sich durchgekloppt haben, fast. Ja. Letztes Mal beim Hund. Da würde ich jetzt nochmal diese zwei. Holzblöcke ranmachen und dann aufwerten bis zum Zementbeton, was ich hier immer mache. Meinst du jetzt von innen? Ja, da wo die Holzblöcke eben standen. Das ist ja Quatsch, wenn du von außen kannst du doch Beton machen. Du hast ja vorher nur Pflasterstein gehabt, oder? Ja. Also musst du wissen, aber. Bin ich wieder runtergefallen hier? Das ist doch falsch. Oh, leg mich doch am Arsch hier. Nein. Jasmin, nein. Bitte. Danke. Was sollen die Leute denken? Das hält, jetzt traue ich mich wieder aus. Geh dir sofort den Mund mit Kernseife auswaschen. Nö. Aber sofort, oder ich sag's deiner Mann. Mama. So. Das wären. Bin ich jetzt so. 1, 2. Da. Ja, genau. So, denn den hier noch einmal wegnehmen da? Diese kleine Kackispur. Kann ich denn da nicht? Halkschiss. So kann ich das nicht aufwerten, da das Loch. Da auch nicht? Hä, weil ich das jetzt von. Hä? Ja, wir hören gespannt zu. Raff's grad nicht. Raff nix. Da unten kann ich jetzt nur mit Eisen, hä? Okay. Das Haus ist schon von innen mit Beton, ne? Ja, aber außen nicht. Ich bin noch gerade außen. Ach so. Die untere Reihe kann ich zum Beispiel jetzt nicht mit Beton da holen. Da brauche ich. Ja. Was ja. Man hatte ich nicht verstanden zum Schluss. Da brauche ich Eisen. Kein Beton. Aber ich verstehe es nicht, warum. Weil ich da ja mit Stein aufgewertet habe. Eisen? Ja, geschmiedetes Eisen. Nein, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was Eisen ist.
tatsächlich. Das ist dieses hölzerne Zeug, wo man sich Splitter holen kann. Das Geschmiedete brauche ich. Dann müsstest du erst Eisen schmieden. Wieso denn Eisen? Ja, richtig. Oder ja, halt dieser Block da. Keine Ahnung. Das verstehe ich ja nicht. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum die da mal rein wollen. Ja, weil macht ja keinen Sinn, ne? Du hast ja da Stein. Also Beton wäre ja, wie eben. Du sagst, ich war eben auch da. Die nächstlogische Schlussfolgerung. Ja, richtig. So. Keine Ahnung, Patrick. Was weiß ich denn schon? Und den hübschen hier auch noch mal. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Komm, wir machen das hier nochmal eben. Ich habe keinen Pflasterstein mehr, Jasmin. Was sagen wir denn dazu? Miserabel vorbereitet. Miserabel vorbereitet. So. Gut. Ja, Bunkeranlage geht auf jeden Fall voran. Wir haben jetzt hier schon mal... Wir können ja noch mal ein bisschen Abschlussgespräch führen, ja. Wir haben jetzt hier schon mal... Oh, das habe ich vergessen. Wir haben hier vorne schon mal Beton. Ja. So weiter haben wir ja nicht gebaut. Schnell weg hier. Das ist, glaube ich, nicht mehr im Bildschirm mit drin. Hier haben wir genau umgekehrt gefuscht. Da haben wir da hinten Beton und hier haben wir Stein. So wie du. Jasmin. Und hier unten haben wir schon mal alles aufgewertet. Geht nicht. So, das heißt, unser Bunker nimmt langsam Form an. Nächste Folge bauen wir definitiv weiter. Hier geht's. Ein bisschen noch bauen und dann gehen wir wieder auf Tour. Vielleicht machen wir nächste Folge auch schon eine kleine Tour. Wir brauchen ja Munition. Wir werden es sehen. Ihr auch, wenn ihr dabei seid. Jetzt wir würden uns freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.